Hallo und sehr ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 2. Ich muss mir gerade eine Hustentablette nehmen. Aber zum Glück haben wir gleich mal einen Dialog. Rede ich mit Sven? Wer will das wissen? Jemand, der dir den Arsch retten kann. Mach dich vom Platz! Jetzt spiel doch nicht den Helden. Woher kennst du mich? Ich habe mit deinem Vater gesprochen. Er hat die Trauermär vom armen Sven erzählt und du hast beschlossen, mich zu retten? Nun, ein fahrender Ritter bin ich nicht. Du ja auch keine Prinzessin. Ich habe deinem Vater versprochen, dir zu helfen. Dann geh zu ihm und entschuldige dich für die Lüge. Dir muss es ja übel gehen, dass du so dringend sterben willst. Übel geht es mir, wenn ich kneife. Von Feigheit ist nicht die Rede. Wovon denn dann? Willst du den Schlechter entsenden, die Jungfrau von Edirne zu entjungfern? Wir werden zusammen gegen zwei von ihnen kämpfen. Deine Ehre bleibt so makellos wie die einer 100-jährigen Nonne. Wieso tust du das? Weil ich unsterblich bin. Wenn ich draufgehe, respawn ich, du nicht. Ich mag ungleiche Kämpfe nicht. Was hat er dir gezahlt? Dein Vater könnte mich gar nicht bezahlen. Fordere Letande Avette. Letande Avette raus. Ich glaube, so hieß er. Sei gegrüßt. Ist leider eine Lutschtablette. Deswegen dauert ein bisschen. Du hast so viel feindliche Propaganda gehört. Ich kann nur für dich hoffen, dass du. Ich suche Letande Avette, den Schlechter von Cidaris. Und willst was, bitteschön? Ich will mich mit dir messen. Kurios. Alle anderen machen sich schon ins Hemd, wenn ich nur einen Zahnstocher in die Hand nehme. Man sagt, du wärst einem Hexer ebenbürtig. Dreiste Lüge. Ich bin besser. Wir werden sehen. Du musst dich gedulden. Ich bin schon zu einem Kampf verabredet. Wir könnten zwei gegen zwei kämpfen. Wir sind doch von der Blüte des Rittertums von Kedwen umgeben. Da ist ein Freiwilligen sicher kein Mangel. Wenn Letand es gestattet, würde ich gern an seiner Seite kämpfen. Ich bin Edwin Leistham, auch Blütenblatt genannt. Blütenblatt? Ich brauche keinen Weiberschwarm auf dem Turnierplatz. Du tust mir Unrecht, Letand. Ich trage den Namen, weil ich meinen toten Feinden Blütenblätter in den Mund stecke. Das würde dem Hexer auch stehen. Na gut, du bist dabei. Schau, das läuft doch wieder nur darauf raus, dass wir Eichhörnchen niedermachen. Na und? Nein, das läuft darauf hinaus, dass ich hier einen Idioten niedermache. Ich bleib hier gerade auch nur stehen, um ihn zu mobben. Boah, wenn du nicht gleich das Maul hältst, ne? Dann bist du der Nächste im Ring. Und? Hat er zugestimmt? Odriel suchen. Ekelhafter Kerl, wie? Ausgesucht ekelhaft. Bereit? Ja. Gib mir noch einen. Ich schummel mal ein bisschen. Und zisch mir vorher mal eine Schwalbe rein. So. Bereit? Holen wir uns die beiden. Habe ich gespeichert? Eure Majestät, edle Herren, Soldaten. Zum Kampfe 2 gegen 2 treten nunmehr an der Schlechter von Cidaris, Letand Avette, und an seiner Seite der berühmte Edwin Leistham, auch Blütenblatt genannt. Und dies sind die Gegner. Ich würde gerne Schwert ziehen. Irgendwie und Geralt von Riva, Hexer, mögen die Götter den Siegern hold sein. Fangt an! Hier, friss meine Bombe. Verstehe ich nicht.
Ab in der Ecke mit dir. Ruhm den Sieger. Ehre den Besiegten. Der Preis des heutigen Zweikampfs ist ein Adelstitel. Diesen geruht seine gütig über uns herrschende Majestät großmütig dem jungen Sven zu verleihen. Die Zeremonie findet heute noch statt. Die nächsten Kämpfe werden in Bälde ausgerufen. Es lebe Hänselt, König von Kettwen. Ja, easy. Weil die Schwalbe sogar ein bisschen verschwendet. Du hast meine Ehre gerettet. Eher dein Dickschädel. Ich werde Ritter. Der König selbst wird mich zum Ritter schlagen. Du wurdest vor 18 Lenzen in einem Schweinestall geboren. Daran wird dein neuer Titel nichts ändern. Hexer, ich versprach für dich zu tun, was immer du willst. Mein Wort ist so gut wie das eines Edelmannes. Du hast mir also nicht umsonst geholfen. Alles hat seinen Preis. Und? Was verlangst du? Informationen über Leute, die quadratische Münzen bei sich tragen. Vater! Schweig! Warum interessiert dich das? Ich muss erfahren, was es mit all dem auf sich hat. Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Es begann noch vor der Schlacht von Brenner. Als wir Edirn mit Nilfgaard geteilt haben, eine unglaubliche Schande. Was hat das mit den Münzen zu tun? Alle wollten sich mit den Schwarzen schlagen. Keiner wollte sich mit ihnen verbrüdern. Ein paar Offiziere haben eine Verschwörung organisiert, mit diesen Münzen als Erkennungszeichen. Wer das war, ist nicht bekannt. Aber der Samen des Komplotts fiel auf fruchtbaren Boden und keimte rasch. Nach Brenner wurde es still um die Verschwörer. Sie wussten selbst nicht recht, was sie wollten. Aber in letzter Zeit haben sie wieder Zulauf erhalten. Hänselt und Nilfgaard rücken enger zusammen? Wer weiß. Hänselt empfängt den Greis und führt lange Gespräche mit ihm. Die Verschwörer wollten nie etwas anderes, als dass sich die Schwarzen aus unseren Angelegenheiten raushalten. Du weißt eine Menge. Hast du auch so eine Münze? Ich bin alt und weiß, dass Macht und Herz nicht zusammengehen. Zu wissen, wer eine Krone zurechtträgt, maße ich mir nicht an. Aber mein Sohn glaubt noch an gerechte Monarchen. Warum interessiert dich das? Das kann ich dir nicht sagen. Und du mauerst auch? Das Wort eines alten Soldaten ist kein Strohwisch für den Donnerbalken. Ich will damit nichts zu tun haben. Geh zum Bordell von Madame Carol. Frag nach Lispelotte. Madame führt dich zu ihrem Zelt und lässt euch allein. Lotte fragt dann nach deinen Wünschen. Sag ihr, du möchtest, dass ihr Lächeln dir die Pforten des Paradieses öffnet. Sind wir damit quitt? Ja. Und hüte dich vor Vincent Traut. Er könnte sich mit den Verschwörern versteckt halten. Der Kerl ist gefährlich. Detmold lässt ihn suchen. Wegen ihm drücken wir noch alle die Wange auf den Richtblock. Wenn der Drecksack dem Zauberer in die Hände fällt, wird er uns alle verraten, damit er ungeschoren bleibt. Ich bin vorsichtig. Traut trägt eine magische Rüstung. Selbst für dich könnte er ein schwieriger Gegner sein. Questphase abgeschlossen. Hexer! Was? Der König ist von deinem Können beeindruckt. Er hat ein Turnier angesetzt. Wenn das so weitergeht, muckst er seine Armee ab, bevor er gegen Edirn zieht. Dies ist ein Ritterturnier, kein Schlachtfest als Spektakel für die Massen. Der König hat hohe Preise vorgesehen. Wenn du interessiert bist, ich warte bei der Arena auf dich. Was soll ich denn sonst machen? Okay. Ritterturniere sind nur was für richtige Männer. Ich nehme an eurem Turnier teil. Das wird den König freuen. Denk dran, das ist kein Kampf auf Leben und Tod. Ich denk daran. Die Kämpfe gehen von Mittag bis zur Abenddämmerung. Du findest mich währenddessen direkt an der Arena. Okay. Okay, genau, da muss ich hin. Ah, wer hänselt? Die Zweikämpfe finden tagsüber statt. Ja, Gott sei Dank ist jetzt Tag. Ritterturniere. Können wir mit... Bist du bereit? Ja. Dann fangen wir an. Noch knallt die Schwalbe.
Also warum verschwenden? Der Hexer Geralt von Riva misst sich mit dem edlen Gwydion. Ich ergebe mich. Der Hexer Geralt hat gesiegt. Geralt gewinnt. Du hast gesiegt. Gib mir ein Zeichen, wenn du für den nächsten Kampf bereit bist. Gut. Ritterturniere können bist. Ja. Der Hexer steht dem edlen Redan gegenüber. Zack. Ich ergebe mich. Der Hexer Geralt hat gesiegt. Gut, aber es ist auch schon. Gesiegt. Gib mir gut. Das ist auch schon sehr unausgeglichen. Ritter können bis. Ja, dann. Geralt von Riva kämpft nun gegen den unerschrockenen Borin. Ich ergebe mich! Der Hexer Geralt hat gesiegt! Verflixt und zugenäht! Gibt es denn in ganz Kettwe nicht einen, der in der Lage ist, diesen Hexer zu besiegen? Beschissene Bande von Feiglingen! In Kettwin vielleicht nicht, aber in Temerien, wer weiß. Ich will es mal versuchen. Mhm. Das klingt interessant. Besiegst du ihn, verdopple ich deine Belohnung. Hallo, Wes. Diesmal hat Wes den Hexer herausgefordert. Eine Frau, die in der Eliteeinheit der temerischen Armee dient. Und weg mit dir. Ich ergebe mich. Mit ein paar solcher Teufelskerle könnte ich die halbe Welt erobern. Gebt ihm die Belohnung. Er hat sie verdient. Errungenschaft, Gladiator. Der König wollte ein Schauspiel haben. Und er hat eins bekommen. Schade, dass klar war, wie es ausgehen würde. Hexer sind nicht unbesiegbar. Dieser hier ist es, wie man sieht. Aber du warst trotzdem sehr tapfer. Sie hat mehr Widerstand geleistet als alle kettwinischen Ritter zusammen. Du bist sehr freundlich. In der Arena nicht. Er hat mich ernst genommen. Das stimmt. Danke, dass du keine Nachsicht mit mir geübt hast. Ich gehe ins Lager zurück. Besuch mich, wenn du willst. Frauen, hier ist dein Preis. Ich habe noch was zu erledigen. Danke. Als aber der Prophet Majoran da selbst seine Schafe. Ave Hensel, sprich mit Wes. Guten Tag. Und Sie meine Fresse, gehen die mir auf den Sack. Wo ist Wes? Komme ich hier dorthin? Okay, hier geht's zum Strand. Warte mal, war nicht irgendwas auch am Strand? Huch, wer bist du denn? Ah, Odrin. Steh auf, Sauf, Bruder. Deine Kumpel machen sich Sorgen. Und ich sinnlos komisch. Odrin, bist du das? Odrin, das bin ich. Kreisch die Schlampe mich da an. Aber war ich so nett. Sag ihr ganz lieb, dass ich's fingen will. Odrin, hör mal. Du bist voll wie 10 Fässer. Steh gerade und halt bloß den Rand, damit die Wachen dich überhaupt reinlassen. Und ich sag noch, was für ein Fisch, was für ein Eng, Fing, ist doch ganz einfach. Von den Ecken und Fischen erzählst du mir später. Ab zu deinen Kumpels jetzt, die machen sich schon Sorgen. Meine Freunde? Ulf! Beruhig dich und kotzt bloß die Wachen nicht voll. Bring Odrin zu deinen drei Kumpanen.
Gut. Die Quest wollte ich jetzt eigentlich nicht verfolgen, aber ja gut, dann schleppen wir halt Orin jetzt durch die Gegend. Ja. Da fällt mir gerade eine Sache, ein Inventar. Trophäen. Da habe ich gerade Rüstung 3. Rüstung 3 und Vitalität 50 durch den Kairan. Schaden 6. Sei still und geh gerade. Jawohl. Ich gehe dahin, wo ich hin muss. Ich muss dahin, wo ich hingehe. Ich gehe! Auch interessant, wie das hier an meinem Silberschwert bammelt. Halt! Was schleppst du denn da für eine Leiche ins Lager? Das ist der gefreite Odrin. Er ist krank. Der hat doch nur in einem Weinfass gepennt und stinkt wie ein Zwerg aus dem Arsch. Beschissener Hurensohn! Ich stink doch nicht wie ein Zwerg aus dem... Na, warte! Ruhe, Odrin. Der Soldat ist nicht freiwillig betrunken. Natürlich nicht. Sieht man gleich, dass er das nie tun würde. Ich musste ihn verhören. Und ihn abfüllen? Kennst du bessere Methoden, um Zungen zu lösen? Na gut, kommt rein. Versteck ihn vor den Offizieren, bis er nicht mehr so stramm ist. Ich tue mein Bestes. Da bin ich wieder! Zieh her! Halt endlich das Maul, Odrin. Lass uns deine Freunde suchen. Ich will nicht. Das geht hier nicht. Das geht hier nicht. Odrin, wach auf, verdammt nochmal! Hä? Wer bist denn du? Ja. Komm ja schon. Da ist was über mich weggeflogen. Da vorne ist einer Hast von denen. Hast du das gesehen? Na, wie war das mit langsamen NPCs? Und jetzt verlangsamt er mich auch. Darauf ein Tee. Konnte ich eigentlich Bomben selber herstellen oder musste ich die bei einem Handwerker herstellen lassen? Zur Lagerkantine. Kann ich dich auch einfach ins Feuer legen? War in die Lagerkantine nochmal? Das war das große Zelt da rechts, ne? Oder, nee, stimmt, es war es. What the fuck? Was war das denn jetzt für eine Aktion? Hölle wird verfluchtes Krähen, wir wollen den Fiedel ab. Ich antworte mal nicht darauf. Ja. Becher 1 und Becher 2, 8 Ritze geht in 2. Wird es doch meinem Übel, kotze bitte in den Kübel. Alter. Meine Fresse, sind die nervig. Pass auf, dass er nicht fällt. Wir haben schon wieder ein Bier bestellt. Und wir sind bei Becher 10. Draußen ist der Mond. Bier! Die Runde geht auf mich. Sagt mal, hat man je so einen großzügigen Hexer gesehen? Also ich nicht. Alles eine Frage der Gesellschaft. Habt ihr das gehört, ihr Knacker? Und ja, die Finger weg von dem, das ist mein bester Freund. Bei einem Bierchen kann man besser plaudern. Das hast du schön gesagt. Worüber?
willst du denn plaudern? Ich komme aus Temerien. Da war ich auch mal. Es ist ein schönes Land. So riesige Titten an den Weibern. Man fürchtet dort, dass Hänselt die Übergangsregierung nutzen will, um von Westen zuzuschlagen. Haha, zu Recht. Und wo er gerade dabei ist, pflügt er auch gleich noch die anderen verdammten Nachbarn um. Es heißt, die Menschen haben immer größere Angst vor Hänselt. Menschen haben Angst vor Königen wie Ameisen vor Bären. Ist es nicht so? Die Ameisen sind wohl zu klein und zu dumm, um zu verstehen, dass sie sich alle zusammenschließen und dem Bären den Arsch gerben könnten. Ganz genau. Es lieben die Ameisen! Wer bist du? Sagen wir, jemand, der euch helfen kann. Ach, und wobei denn? Bei einem Komplott gegen Hänselt. Halt bloß die Fresse! Du bringst uns noch alle an den Galgen! Mit dir trinken wir nicht. Verschwinde! Mist. Lager? Ein Saustall ist das! Schade, ich... Wow, ich hab das sogar verkackt. Mist. Dann muss ich noch mal einen Schritt vorher laden. Reicht das hier, wenn ich das lade? Ich hätte zwischendrin speichern sollen. Nee, da ist es schon gescheitert. Verdammt. Dann müssen wir Odrin nochmal durchs Lager schleppen, denke ich. Gut, das war's dann aber erstmal für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.